Dort in Südkurland haben wir angefangen, konkret den 20-20-Ansatz zu leben. Also 20 Stunden die Woche bezahlt arbeiten und 20 Stunden in sogenannte Subsistenz- und Suffizienz-Tätigkeiten zu stecken. Das heißt, wir haben dort begonnen zu schauen, dass wir unsere Projekte, wir sind beide selbstständig, dass wir nun so viele Projekte annehmen, dass wir ca. 20 Stunden die Woche beschäftigt sind. Und die anderen 20 Stunden ist unser Selbstversorgungsanbau, das Reparieren und Pflegen von Gegenständen, das Selbstzusammenbauen von Fahrrädern, wenn man drei kaputt nimmt, kann man normalerweise einen funktionierenden zusammenbauen. Das gleiche geht mit Elektronik, ich kann aus drei kaputten Computern einen funktionierenden zusammenbauen und alles kann man lernen und alles reduziert Konsum. Unsere Erfahrungen bei dem ganzen Weg waren, man muss immer offen sein. Es tun sich in Wirklichkeit, wenn man aufmerksam ist und offen ist und nicht so ganz so seine 100% Vorstellung hat, von der man keinen Millimeter abweicht, dann tun sich ständig Türen auf. Und wenn man das kombiniert mit Zielstrebigkeit, dass man weiß, wo man hin will, also schon eine grobe Zielrichtung hat, aber den genauen Weg offen ist, dann ergeben sich viel mehr Wege als die klassischen. Die klassischen sind eben, ich muss einen Hof kaufen oder ich muss ihn erben oder ich muss erst hackeln gehen, bis ich 55 bin und die ganze Zeit sporen und dann kaufe ich meinen Hof. Und wir haben erlebt, dass es ganz viele Wege abseits davon gibt. Also auf dem Platz jetzt, da ist die Pachtleistung ist, dass wir das Gebäude saniert haben, die ganze Arbeitsleistung reinstecken, aus diesem Platz einen sehr, sehr schönen Platz machen und in ca. 10 Jahren läuft der Pachtvertrag aus und dann wird es das Wochenendhaus unseres Verpächters mit einem sehr schön angelegten Garten. So lange lebe ich gratis dort. Finde ich persönlich einen irrsinnig fairen Weg. Unsere Erfahrung war, dass man Verantwortung übernehmen muss für das, was man tut und für seine Handlungen. Und aus diesem Verständnis heraus war uns immer wichtig, auch sofort zu versuchen, umzusetzen, was man verstanden hat. Das heißt nicht, dass es immer funktioniert. Aber das bedeutet, dass man am Ball bleibt. Dass man zumindest die ersten zwei Schritte geht. Und wenn man nur 60% schafft oder 80%, egal von was, wenn man sagt, ich will weniger Auto fahren, wenn man nur die Hälfte Auto fährt, dann ist man nicht bei 100%, aber das ist ja völlig egal. Das steht von 0 auf 100. Es muss nicht alles sofort 100%ig sein. Wir sagen so, ich noch mehr wir, weil ich Deutscher bin, ich bin nötig. Und das ist jetzt hier mehr in Österreich, also ich habe es noch nicht genug abgefährt. Also mir ist Perfektionismus noch viel wichtiger wie euch, aber selbst in Österreich ist man sehr perfektionistisch. Und wenn man immer in Österreich 98% erreicht, in Deutschland 100, dann funktioniert es nicht. Dann macht man sich selber kaputt, man überfordert sich mit seinen Zielen, weil von uns wird fast keiner von heute auf morgen aufs Handy verzichten, weil das unfaire Rohstoffe beinhaltet für die Kriegsgeführte. Das wird nicht jeder einfach aufs Auto verzichten können, zu 100%. Es wird nicht jeder zu 100% aufs Fliegen oder Ähnliches verzichten können, weil manche müssen das beruflich. Es würde jeder zu 100% auf Fleisch verzichten können und auch nicht wollen. Aber es ist durchaus möglich, Dankeschön, es ist durchaus möglich, diese Dinge zu reduzieren. Verzichte ich halt auf jeden zweiten Urlaubsflug. Verzichte ich halt 3 Tage oder 4 Tage die Woche auf Fleisch. Also ich glaube, man kann auch einfach anfangen, indem man losgeht. Man muss nicht anfangen, indem man am Ziel ankommt. Und ganz wichtig, aus unserer Sicht ist Genügsamkeit, die einfach mal bewusst auszuprobieren, zu erleben. Und sie ist bei allen Menschen, die ich kenne, die es bis jetzt ernsthaft versucht haben, genügsamer zu werden, in den eigenen Bedürfnissen, gerade materielle Bedürfnisse. Es ist einfach nur befreiend. Wir leben in einem solchen Überfluss, dass wenn wir sagen, dass man halt 3 Schritte zurückgeht, sprechen wir nicht davon, dass wir auf einen Lebensstandard gehen, der 200 Jahre her ist und dass wir uns die Zähne nicht mehr putzen, weil wir die Zahnpasta reduziert haben und so weiter. Sondern es geht darum, dass wir von einem viel zu viel, dass der Planet nicht aushält, dass in Wirklichkeit unser Wirtschaftssystem nicht mal aushält, dass unsere Ressourcen nicht aushalten, also das Vorhandensein von Ressourcen, dass wir davon einfach runtergehen auf ein vernünftiges, normales Maß. Wo ich mittlerweile nicht mehr verstehen kann, wie man über einem genügsamen Leben leben will. Wenn jemand, wo ich jetzt wieder Auto haben wollen würde, habe ich 2004 verkauft, wenn ich jetzt wieder das haben wollen würde, ich müsste sofort 5 Stunden, 8 Stunden die Woche mehr arbeiten. Nur für den Erhalt des Autos.
Dann muss ich rein für den Ausgang nochmal 5 Stunden arbeiten. Wie verrückt wäre ich sofort wieder bei einer 40-Stunden-Woche zu sein? Also nicht nur im Auto, aber so Urlaubsreisen, die die Leute auch immer irgendwie zurücklegen wollen. Ich fahre im Fahrrad oder die erste Woche fahrt man halt seine 1000 Kilometer, bis man da ist, wo man sein will. Dann verbringt man eine schöne Woche dort und dann fährt man halt wieder die 1000 Kilometer haben. Also geht ja auch. Wenn man will. Und wichtig ist aus unserer Sicht, sich zu vernetzen und zu kooperieren. Weil allein schafft keiner was. Wenn wir versuchen, alles allein hinzukriegen im Leben, dann sind wir allein und dann sind wir eine Welt von Einzelgängern und dann werden wir definitiv nach das erreichen, um was es geht, nämlich eine Welt, die hohe Lebensqualität hat für alle und unseren Nachfahren eine faire Chance lässt. Ganz gut noch der Ausblick. Die ersten Folien sind von dem Vortrag auf der BOKU, darum ist es so Landwirtschaftsplastik. Der Ausblick ist, wir bleiben weiter in Südbürgern, weil ich auch an dem Hof, die ist an einem Hof einen Kilometer entfernt. Wir wollen weiterhin Gemeinschaft, das heißt mit vielen Leuten gemeinsam solche Plätze bewirtschaften, gemeinsam wirtschaften. Also eine gemeinsame Ökonomie, dass alle Einkünfte in eine und dieselbe Kasse werfen und aus der Kasse auch alles bezahlt wird. Wir möchten dementsprechend auch den Hof, der jetzt da ist, auch der Verpächter ist an der Idee mittlerweile interessiert, den Hof, den wir im Auge haben, zu kaufen und das Gebäude, das Lisa nächstes Jahr bauen wird und auch das ganze Land eben Kollektiveigentum zu geben, also im Prinzip an eine Stiftung oder einen Verein. Und genau, möchten dementsprechend weiterhin diese gemeinschaftliche Infrastruktur aufrechterhalten. Das heißt, es muss nicht, und das haben wir jetzt schon mit ein paar Bauern und Bäuerinnen aus der Umgebung angefangen, es muss nicht jeder sicher Tischlerwerkstatt einrichten. Auch wenn es super wäre, wenn wir in Zukunft viel mehr Holzarbeiten selber machen. Es muss nicht jeder Metallwerkstatt haben, es muss nicht jeder ein Auto- oder Fahrradwerkstatt haben. Aber es reicht, wenn das eine ein ganzes Netzwerk hat. Es kommt ganz häufig der Vorwurf oder die Frage, naja, so wie ihr, das kann ja nicht jeder machen, so viel Platz ist ja gar nicht. Und das mag so richtig sein. Ich bin auch überzeugt davon, dass das Modell, das ich lebe, nicht für alle geeignet ist, weil die meisten haben nicht so viel Freude daran, wie ich in der Erde zu wühlen und beim Regen durch den Ort zu gehen und von der Straße Regen immer zu sammeln und ins Beet zu bringen, das man einmal angelegt hat. Es hat nicht jeder Lust, am Land zu leben, gerade in meinem Alter. Aber dahinter stehen ja Ideen. Dahinter steht die Idee, reduziert zu leben. Die Bedürfnisse so weit zu reduzieren, dass es einem immer noch gut geht, dass man plötzlich raus ist aus dieser Falle, wo man 40 Stunden die Woche arbeiten muss und immer noch Probleme hat, wie man mit dem Geld zurechtkommt. Die Idee kann ich auch in der Stadt umsetzen. Es geht um die Idee, wieder zu regionalisieren. Das kann ich auch überall machen. Ich kann in Wien, ich habe lange oder immer wieder in Wien wohnt. Und die ersten Jahre, die ich in Österreich war, sogar 2 Jahre am Stück in Wien, vor 2,5. Da gibt es den, wie heißt der, die Freiung, dort ist der Bauernmarkt, jedes zweite Wochenende, wo nur Bauern aus einem Umkreis von 60 Kilometern überhaupt einen Stand haben dürfen. Das heißt, sie kann ich verhältnismäßig regional einkaufen, sogar mit dem, ich würde es in Graz ähnlich geben, aber wenn ich Wohnplatz habe. Aber wenn ich will, finde ich überall meine Bauern und Bäuerinnen in der Umgebung, von denen ich beziehen kann. Ich kann überall anfangen, meinen Konsum zu reduzieren und in Richtung Postwachstumsökonomie zu gehen. Wachstumsökonomie ist eben, dass ich schaue, was brauche ich wirklich und dass ich die Dinge, die ich habe, wo ich mich entschieden habe, die brauche ich, pfleglich behandle und sie möglichst lange halte. Und natürlich brauchen wir neben ländlichen Konzepten, wo ich selbst versuche, eines umzusetzen, ein funktionierendes, brauchen wir natürlich auch urbane Konzepte, die natürlich anders aussehen, aber die gleiche Idee dahinter haben. Das Ganze. Die Veranstaltung heute untertitelt ist damit, was wir unseren Kindern mitgeben sollen. Die nächste Folie, vergesst den letzten Satz. Da wir über Konsum sprechen sollten, was jeder Einzelne tun kann, um seine Konsumgewohnheiten zu ändern, habe ich hier ein paar Punkte aufgezählt. Das ist Nutzen statt Besitzen. Kein Mensch will einen Akkuschrauber besitzen, das ist kein Statussymbol. Den besitzen wir alle, weil wir zweimal im Jahr brauchen und weil es so billig ist. Und stattdessen könnte man auch sagen, wir haben eine gemeinsame Werkstatt und die wird von 20 Familien oder von 40 Familien genutzt und man holt sich den Akkuschrauber, wenn man braucht. Dann hätten wir immer noch genau den gleichen Luxus wie jetzt. Wir hätten immer Werkzeug zur Verfügung, wenn wir es brauchen.
Wir könnten uns eine viel höhere Qualität kaufen, zu einem viel niedrigeren Pro-Kopf-Betrag. Wir würden den Konsum um 40, wenn 40 Leute sich ein Werkzeug teilen, würden wir um 39, 40 Pfund den Konsum reduzieren. Und es würde auf unsere Lebensqualität keine Auswirkungen haben, außer dass wir sozialer werden würden und dass wir öfter Kontakt miteinander hätten in der Nachbarschaft. Also die einzige Auswirkung, die es real hätte, ist aus meiner Sicht ein sehr positiver. Pflegen und Reparieren, habe ich gerade schon kurz angemerkt, ist etwas, was zu den sogenannten Suffizienzstrategien in einer Postwachstumsökonomie gehört. Dinge können, Fahrräder zum Beispiel, können 5 Jahre halten und können 50 Jahre halten. Und es kommt einfach darauf an, was ich damit mache. Wie fahre ich? Fahre ich den Bordstein hoch und runter, ohne abzusteigen? Wie oft kontrolliere ich die Kette? Wie oft entfette ich sie mal komplett und mache neues Fett drauf und so weiter? Ich kann also selbst entscheiden, wie lange die Dinge halten. Wenn ich Dinge nur doppelt so lange halte, halbiere ich den Konsum, halbiere meinen Ressourcenverbrauch, halbiere meinen ökologischen Fußabdruck, der vom Konsum verursacht wird und so weiter. Secondhand erschließt sich, glaube ich, von selbst, anstatt dass wir Kleidung wegschmeißen oder Dämmmaterial für Autotüren draus machen, können wir auch Kleidung oft ein zweites Mal tragen. Ich trage überwiegend Secondhand-Kleidung seit 15 Jahren und ich habe das Gefühl, dass das noch passt. Regionalität, das ist das, was ich vorhin meine, das kann jeder anfangen, regional wieder zu beziehen. Mir ist klar, manche Sachen gehen erst ab einem bestimmten Budget. Ich kann regional mir meine Möbel machen lassen beim Tischler, aber beim Ikea ist das natürlich billiger. Alles eine Prioritätensetzung. Solange wir uns sündhaftere Urlaube leisten und sündhaftere Autos, könnten wir auch darüber nachdenken, für einen guten Tisch einmal ordentlich Geld in die Hand zu nehmen und das regional am Tischler fertigen zu lassen. Das schon dann wird es in 2 Beispiele, es gibt viel weiter. Wenn ich dann noch überregional beziehe, weil der Kaffee schmeckt ja gut oder Banane möchte ab und zu oder was auch immer, dann kann jeder sofort beginnen, das fair zu konsumieren. Nicht, dass mit diesem Fairtrade-Siegel alles immer hundertprozentig golden ist, das glaube ich nicht. Aber es ist eine Tendenz in die richtige Richtung. Es ist ein Zeichen, dass wir als Konsumentinnen dem Handel geben können. Damit der Handel weiß, in welche Richtung er sich in den nächsten Jahrzehnten entwickeln darf. Und bei Lebensmitteln ist es natürlich aus ökologischer Sicht irrsinnig interessant, und es geht um Klimawandel heute, saisonal zu konsumieren, das heißt natürlich im Hochsommer und im Spätsommer die Tomaten von den lokalen Gemüsebauern kaufen, so viel nur geht, selber einkochen für Winter, weil man im Winter keine Tomaten kaufen, meiner Meinung nach. Das macht auch überhaupt keinen Sinn, im Winter Tomaten oder im Frühjahr Zucchini kaufen. Das ist, kann nicht funktionieren. Und vegan leben, wie gesagt, muss ja nicht jeder hundertprozentig machen. Aber sich mal zu überlegen, ob das neben allen anderen Aspekten, dass es vielleicht gerechter ist, wenn wir Futter und Lebensmittel in Summe, also Futtermittel, der Mensch auch direkt essen könnte, für weit mehr als 7 Milliarden Menschen produzieren im Moment, durch Tiermehl zu schicken und 2 Milliarden Menschen hungern zu lassen. Neben dem Effekt, dass es viele gesundheitliche Vorteile hat und dass es für Tiere natürlich interessanter ist, gar nicht erst auf die Welt zu kommen, anstatt in einer Massentierhaltung, in einer Intensivtierhaltung, ein nicht zufriedenstellendes Leben zu leben. Ganz von den Sachen abgesehen, ist es einfach ökologisch ein riesiger Unterschied, ob ich mich vegan ernähre oder gemischköstlich, also oder vegetarisch und gemischköstlich. Es gibt wunderbare Grafiken, die ich euch erspare. Weil das Foto ist viel schöner von leckeren Pizzen, die gemeinsam auf ein Event zubereitet werden. Zu Kindern. Die Kinder haben vorher gesungen, wir wollen etwas ändern, vorbei ist es mit Geduld. Ich hoffe, dass Sie sich daran erinnern, wenn Sie größer werden. Wir werden nicht mehr warten, bis irgendwas passiert, wir können endlich handeln, bevor es schlimmer wird. Ich glaube, die Kinder haben uns einmal mehr bewiesen, was ich glaube, nämlich, dass Kinder viel öfter unsere Lehrer sein könnten, wie wir ihre. Und wir sollten vielleicht auf unsere Kinder hören, unsere Kinder im Kopf haben und überlegen, ob die tatsächlich sich damit rumschlagen sollen, wenn die Meeresspiegel steigen. Ob sie uns so egal sind, unsere Kinder, und unser eigener Luxus uns so wichtig ist, dass wir darauf scheißen, was mit denen später ist. Oder mit deren Kindern oder deren Kindern. Und ich glaube nicht, dass wir das tun sollten. Wir sollten Kindern lehren, kritisches Denken. Ich muss abkürzen.
Kritisches Denken erübrigt sich. Wir sollten nicht jedem Blödsinn glauben, der erzählt wird. Wir sollten die Freiheitsideale lernen, dass jeder Mensch frei ist, zu tun, was immer er für richtig hält, und frei ist, auch Entscheidungen zu treffen, die gegen die Mehrheitsmeinung laufen. Wir sollten Kindern helfen, ihr Potenzial zu entfalten, anstatt Kinder in vorgefertigte Schubladen zu pressen und Kinder dahin zu zwingen und zu erziehen, als ob sie nicht alleine wachsen würden, Kinder dahin ziehen, dass sie groß werden und stark und dass sie Anwalt werden oder sonst irgendwas oder mein Nachfolger auf dem Hof oder wohin auch immer man die eigenen Kinder zwingen will. Wir sollten in echte Naturverbindungen gehen und Lehren erst immer dazu verführen, dass sich das Kind selbst damit beschäftigen will und es konkret vorzuleben. Und echte Naturverbindung ist wichtig, weil nur wenn wir die Natur kennen und als wunderschönen, schützenswerten Ort erleben, nur dann können wir aus eigener Überzeugung heraus die Umwelt schützen. Wir sollten handwerkliche Fertigkeiten viel mehr trainieren. Das kann fast kein Mensch mehr sein Fahrrad selber reparieren. Die Leute rufen Handwerker für die einfachsten Tätigkeiten. Und ich glaube, ein bisschen Souveränität sollte jeder Mensch sich bewahren. Das sollten unseren Kindern da schenken. Und ganz wichtig finde ich, wir sollten Kindern lehren, wie politische Aktionen aussieht. In der Verfassung steht, die Macht geht vom Volke aus. Und in der Schule lernen wir, wie die Gesetzesgebungs Verfahren innerhalb des Parlaments läuft und so weiter. Das hat mit dem Volk nichts zu tun, was wir dort gelernt bekommen. Kinder müssen lernen, und ich finde in der Schule, ich finde, wir sollten auf eine Stunde Mathe und eine Stunde Physik in der Woche verzichten und dafür zwei Stunden politische Aktion einführen, ab der Grundschule. Kinder müssen lernen, wie man solche Veranstaltungen organisiert. Kinder müssen lernen, wie man Demonstrationen organisiert. Kinder müssen lernen, wie man eine Petition durchzieht und im Parlament einreicht. Kinder müssen wissen, wie man auf eine Bürgerinitiative hindrängt, auf einen Bürgerentscheid hindrängt. Kinder müssen lernen, wie man Demonstrationen organisiert, müssen lernen, wie man Regierungsgebäude besetzt. Und wenn Kinder das alles lernen würden, dann hätten wir ein Bürgertum, das in der Lage ist, die Macht wieder auszuüben. Im Moment lernen wir das nicht. Das heißt, wir haben heute ein Volk, wir haben ein Bürgertum, das im Luxus so erstickt ist, dass es nicht mehr weiß, wie man Macht akkumuliert und ausübt. Und wir sudern halt dann, dass die bösen Lobbyisten wissen, wie es funktioniert. Dabei könnten wir das ganz genauso tun, wenn wir es wüssten und wenn wir es unseren Kindern lehren würden. Und das war's. Die Website ist experimentselbstversorgung.net oder viel kürzer exsv.at. Exsv. Ex, genau. Und da gibt es auch einen Hof-Newsletter, wenn es interessiert. Dankeschön.